Lieber Mike, war es ja ein interessanter, ziemlich erfolgreicher, Wahlkampf. Was würdest du so als Fazit so ziehen? Also das Ergebnis ist natürlich für uns alle sehr befriedigend. Das ist natürlich das, was wir nicht erwartet hatten in der Größenordnung, sondern es ist schon überwältigend, vor allen Dingen das in Sachsen. Wie sich momentan anschaut, ist es ja eine Mehrheit für die AfD. Das ist ohne Zweifel eine Überraschung. Der Wahlkampf bei uns selber in Mittelsachsen insgesamt und ganz speziell in der 161er Wahlkreis ist natürlich nur machbar und erfolgreich gewesen, weil wir alle zusammen, jeder an seiner Stelle, ordentlich gezogen haben, ordentlich gemacht haben und auch sehr, sehr zeitig damit angefangen haben. Das war wichtig, unheimlich wichtig. Wir haben Faktoren gehabt, die wir genutzt haben, wie unser Wahlkampfmobil. Wir sind rausgegangen, wir sind auf die Dörfer gegangen, wir sind nie irgendwo in der Stadt hingeblieben, sondern wir sind in die Dörfer gegangen, auf die Plätze. Ja. Das werden wir auf jeden Fall wieder tun. Und der Wahlkampf sollte damit auch auf keinen Fall beendet sein. Wir müssen jetzt dranbleiben, jetzt am Bürger und am Wähler dranbleiben. Und denn auch das, was wir zugesagt haben, halten. Das ist wichtig. Und was würdest du sagen, die Veranstaltungen und so, die Fülle der Veranstaltungen, war das... Hat das gebracht oder? Auf jeden Fall. Also der Bekanntheitsgrad erstmal von der AfD, ganz besonders vom Heiko, ist natürlich durch die Veranstaltung dermaßen multipliziert worden. Also der Besucher war der Multiplikator für uns. Wir haben das gesehen, wo wir sind in zwei Wellen gefahren, also einen Bekanntheitsgrad gemacht und dann nochmal in den gleichen Ort später nochmal nachgekommen. Haben das ja auch versprochen, dass wir wiederkommen. Beispiel Dorf Chemnitz, von der Frau Fellmann. Erstes Mal 75 Besucher, zweites Mal über 400. Also das spricht eben dafür. Genau, dass dann noch mal das passt, genau. Ja. Okay. Und ich denke mir mal, so einen Wahlkampf kann man noch besser gestalten, wenn wir die Sachen, die wir als Reserve haben, also Werbung, auch Internet und Facebook und was auch ist, jetzt haben wir das gelernt und wir werden das auf jeden Fall verbessern. Okay, alles klar, danke dir. Ja?